Und direkt auch wieder herzlich willkommen zurück. Wir sind im Kampf gegen das DOP im Moment. Und es sieht eindeutig danach aus, dass wir im Vorteil sind. Hier sind die beiden da oben. Okay. Ich weiß, was ich viel durch hätte weg. Was? Dass er noch lebt. Ich muss ihn nur finden. Moment, er hat mich doch angerufen. Seine Nummer muss ich doch haben. Da. Eugenes App kann ich jetzt brauchen. Was zum Teufel will das DUP von Hank? Herr Nelson. Los. Nelson, dann bist du nur nicht schlauer als ich. Vielleicht, Eugene hat ja meine nicht doch mal erwähnt, dass der eine kleine Tochter hat. Vielleicht der muss damit. Halte deine Position. Wir liegen im Plan zurück, aber deine Gruppe im Atkinson wurde informiert. Ihr solltet mich doch beschützen und dann erscheint ihr dieser Treffung. Sie hat mir schon. Da drüben los. Irgendwas kriegt da schwer was ab. Klingt wie ein Krieg, Mann. Wo ist denn das? Ich muss Hank finden, bevor er wieder entwischt. Das war Hank? Hank! Bist du da? Ich hab keine Angst vor dir, Hank! Oh nein. Ich bin wohl nicht der Konduit, den ihr erwartet habt. Er trifft mich einmal. So viel Rauch, kann ich hier nicht irgendwas necken? Wir haben Sichtkontakt zu Verdammt! Hank ist weg. Ich muss das Signal wiederfinden. Hier gab es auch genug. Ja. Genau das habe ich gesucht.
Bioterrorist wie du die Stadt lebend verlässt. Ich? Nein. Du hattest einen Deal mit meinem Boss, der nicht hier ist. Aber die Jungs, die hier sind, sollen euch Bioterroristen jagen und nicht zur Flucht verhelfen, nachdem ihr eure Art verraten habt. Aber er hat meinen Bruder getötet. Nein. Im Recht geschehen, Leute. Hier sehen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Du musst dein Versprechen halten. Mein Versprechen? Ich habe hier in Seattle bereits 7 Kameraden an euch scheiß Bioterroristen verloren. Ich habe mir selbst versprochen, diesen von euch zu jagen und zu erledigen. Okay. Das Versprechen halte ich. Der ist ein bisschen sauer. Ich weiß, er ist hier irgendwo. Dächer scheint er ja zu mögen. Schutz gar nicht. Noch bist du nicht aus dem... Er will zum Yachthafen. Am Land ist er nicht mehr erwünscht. Ich schätze, Hank und ich sehen uns bald wieder. Reggie ermordet. Ich hatte keine Ahnung, ich schwör's. Nichts gewusst. Du hast uns verraten. Sie sagte, sie würde dir nichts tun. Sie wollte nur mit dir reden. Du hast ihr geglaubt? Sie hat eine ausgeprägte sadistische Ader, aber ich habe nie gehört, dass sie Cornels tötet. Mein Bruder, er wäre noch am Leben, wenn du nicht wärst, du Schwein. Sie hatte meine Tochter. Leben lassen, aber ich spiele halt auf böses Karma. Auge um Auge, Arschloch. Jetzt will ich das, weshalb ich hier bin, Augustin. Es ist Zeit, uns die Stadt von denen zurückzuholen, die sie zerstören wollen. Bioterroristen haben bei uns nichts verloren. Sie gehören weggesperrt,
weit weg von allen anständigen, normalen Menschen. Zum Wohle der Gesellschaft. Sie sollte sich beeilen, sonst sind keine anständigen, normalen Menschen mehr da, um sie vor mir zu schützen. Bevor ich hier jahrelang rumrenne. Dann laufen wir davon los. Immer weiter, bis ich Augustin habe. Bürger von Seattle. Wie ich höre, läuft der Bioterrorist Delson Road wieder an. Seinen früheren Schreckensorgien sind bereits hunderte loyale BOP-Beamte und ebenso viele Mitbürger zum Opfer gefallen. Du nennst das eine Schreckensorgie? Ich werde gerade erst warm. Video bin ich jetzt vielleicht gerade. Diese Menschen retten, Augustin? Du willst, dass ich bestraft werde? Dann musst du zuerst mich aufhalten. Mich an. Oh. Und dabei wünsche ich dir viel Glück! Okay, der Transformator muss auf einem Dach gegenüber funktionieren. Okay, sieht wohl so aus, als würde es so langsam in den Endkampf, gehen. Ich freue mich schon drauf. Geschaltet ist, gibt's kein Zurück mehr. Also, wie ist der Plan, Conduit? Schnapp ich sie mir und zeige der Welt, was sie getan hat? Das Miststück muss sterben. Okay, damit kann ich arbeiten. Wenn noch unter Strom steht. Ja, überall. Ach, Judo, hier geht's rein.
war nicht gut. Hey Dee, da war ein Pfad auf Leichen drüben im Pioneer District und ich bin ihm gefolgt. Stört dich hoffentlich nicht. Ich wäre schon klargekommen. Oh, ja klar. Aber täusch dich mal nicht. Das heißt, du kommst mit? Machst du Witze? Meine beiden Lieblingsmenschen auf der Welt gemeinsam in einem Kampf? Das lasse ich mir nicht entgehen. Bitte schön, mehr Rauchspielzeug. Ach so, kann ich darüber. Stimmt. Ja. Hoffentlich falle ich jetzt nicht runter. Ich kann das. Das sollte nützen. Wo wir jetzt hin? Nochmal das Gleiche. Okay. Und weiter hoch. Hey Fetch, jetzt wäre es Zeit für ein bisschen Hilfe. Bitte. Und so wird euch gegeben. Kehrt mächtige Freunde zu haben. Ich hab hat kein Schimmer, was ich brauchen muss. Fetch? Hallo? Okay. Wir sind voll, meine Dämonen! Schalt mal einen Gang runter, Eugene! Hey Dee, komm her, das musst du dir ansehen. Zeit für die neuen Tricks. Okay, hoch. Sieht aus, als wäre das ganze Dach geplatzt. Ich probier's mal mit dem Fernlicht. Bist du sicher, dass du da durchkommst? Ja, wenn du und dein Schutzengel mir die BUP vom Hals halten. Fürchtet euch nicht! Ich werde euch beschützen!
geht's voran, Fetch. Hetz mich nicht, Dee. So kann ich nicht arbeiten. Fast geschafft. Ich hab's. Die Bahn ist frei, Dee. Du gehst rein und schnappst die Orbis-Team. Eugene und ich halten dir diese Kerle vom Leib. Geh voran und bring den Orbis-Team frei sein. Die Lady und ich geben dir weg. So läuft das. Und? Hast du direkt hergefunden? Ich weiß genau, was du getan hast. Du hast Hank für den Unfall benutzt. Um Eugene und Fetch wie Monster aussehen zu lassen und die Stadt in Angst zu versetzen. Nur um aufzutauchen und die Heldin zu spielen. Ich tat, was ich musste. Zum Schutz der Conduits. Zum Schutz? Du jagst sie wie Tiere, sperrst sie ein und machst sie zu Killern. Ich brauchte Abigail und Eugene als Monster. Denn ohne die Monster werden die Monsterjäger schnell arbeitslos. Darum geht es dir also wirklich, ja? Arbeitsplätze. Und du hättest die Operation fast vermasselt. Doch zum Glück hast du dich als das Beste erwiesen, das passieren konnte. Hörst du sie da draußen? Die wollen deinen Kopf. Und wenn die Welt sieht, wie die Leiterin des DUP sie vor der größten bioterroristischen Bedrohung der letzten 7 Jahre rettet, dein Tod sichert meinem DUP die Gelder für die nächsten 20 Jahre. Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Dein Fehler. Oh nein. Wirst du mich jetzt umbringen? Da hast du verdammt nochmal recht. Ich hätte gerne meine Rauchkräfte wieder. Also, wenn das... jetzt ein Problem ist. Also, würde ich ja nicht antreten. Hölle, okay. Willst du meine Kraft? In Ordnung. Vor 7 Jahren rückte meine Einheit aus, um eine neue Bedrohung zu bekämpfen. Conduits. Menschen mit Kräften, die niemand verstand. Sie hatten die Macht zu töten. Und die Macht, auch einige von uns in Conduits zu verwandeln. Ich traf eine Überlebende. Sie folgte mir, als ich mich wieder zu meinem Bataillon durchschlagen wollte. Gemeinsam liefen wir durch eine gesetzlose Stadt, die unseren Tod wollte. Weil wir jetzt nicht mehr wie sie waren. Jeden Tag schlossen sich Leute dem Lynchmob an, aus Angst, dass sich Conduits unter ihnen verstecken könnten. Wir hatten niemandem etwas getan, aber sie sahen uns trotzdem als Monster. Als
als die militärische Ordnung wiederhergestellt war, sahen sie in uns die Bedrohung. Ich war ein Conduit und eine Soldatin, aber konnte nicht beides sein. Also entschied ich mich anders. Es war der einzige Ausweg. Indem ich einen Conduit lebend gefangen nahm, gewann ich das Vertrauen der Regierung. Und das war nur der Anfang. Sie finanzierten die Gründung des DUP und dachten, wir wären nur Freaks, die andere Freaks jagen. Aber so war es nicht. Ich wollte sie doch retten. So viele Conduits wie möglich. Wenn meine Art leben würde, dann hinter den Mauern von Curden Cay. So. 7 Jahre habe ich sie beschützt. Ich. Das wird mir niemand wegnehmen. Nicht die Regierung. Nicht die Armee. Nicht du. In den 7 Jahren hast du sie alle nur weggesperrt. Du hast ihnen ihre Freiheit genommen. Dann sag mir, was würdest du tun? Einfach die Tore öffnen? In Curden Cay Station? Sie alle freilassen? Darauf kannst du deinen Arsch verwenden. Die Welt hat sich nicht verändert in den letzten 7 Jahren. Drinnen sind die Conduits sicher. Sie sind am Leben. Wenn du sie befreist, sind sie innerhalb einer Woche tot. Also sag mir, wer ist hier der Retter und wer das Monster? Das hast du doch gewollt. Du gewinnst. Wir beide haben dieselbe Kraft. Mit einem kleinen Unterschied. Ich konnte 7 Jahre... Okay. Ich mache jetzt kurz eine Pause, weil ich muss nochmal alles verdauen. Wir sehen uns dann...